Ciao Internet, hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Gefällt mir, ich freue mich. Und ich will euch heute noch einen kleinen Tipp mitgeben, der mir noch eingefallen ist, zu dem Video über Entscheidungen treffen von letzter Woche. Ich werde das mal hier verlinken. Und zwar möchte ich diesen Punkt noch dazu packen. Und zwar ist es ein Gedanke, der mich schon seit Jahren eigentlich begleitet. Immer wenn ich vor einer Entscheidung stehe, kommt mir das in den Kopf. Wenn ich unsicher bin, denke ich immer, okay, you're damned if you do, you're damned if you don't. Was so viel heißt, egal was du machst, so oder so, verlierst du. Das klingt jetzt pessimistisch, aber ich will es euch mal erklären. Und zwar, ich habe erzählt, dass Entscheidungen immer mit einem Verlust dahergehen. Sprich, A, B, okay, du nimmst A, verlierst B. Nimmst B, okay, verlierst A. So, und nehmen wir an, ihr seid in der Situation, ihr wollt unbedingt einfach studieren. So, meinetwegen BWL, Mathematik, was auch immer. Und ihr wollt das wirklich studieren oder ihr wollt Doktor werden, Medizin unbedingt. So, A. Aber andererseits wollt ihr auch, ach, das ist aber auch mein Traum, ich will auch noch irgendwie das machen, ich will irgendwie Musiker werden oder ich will einfach um die Welt reisen. Und ihr habt für beides viele Pros und Kontras. So, aber wir wissen ja, ihr könnt euch gerade nur für eins entscheiden. Nehmen wir wirklich die Situation, dass man sich nur für eins entscheiden kann. Dann werdet ihr so oder so, egal was ihr davon nehmt, ob B oder A, das andere komplett verlieren. Das heißt, so oder so habt ihr verloren. Man kann auch sagen, so oder so habt ihr gewonnen. In dem Fall, ich mag diesen Gedankensatz, so oder so habe ich verloren, das heißt, ich kann nichts falsch machen. Sprich, nehmen wir an, ihr wollt Doktor werden, wollt Medizin studieren oder Psychologie studieren. Aber andererseits wollt ihr einfach erstmal die nächsten 10 Jahre nur um die Welt reisen als Freelancer oder Musiker oder was auch immer. Ihr müsst euch entscheiden. A, ihr nehmt den Karrierepfad, dann verliert ihr diesen Traum. Aber B, ihr nehmt diesen Freelancer-Pfad, diesen Wildnisfahrt, das Fahrt des Abenteuers, wenn man so nennen will, verliert diesen Traum. Kein Doktor, kein großes Ansehen, kein Ziel erreichen, jemals einen Doktortitel zu haben, vielen Leuten zu helfen. Bam. Heißt so viel wie, bei jeder Entscheidung werdet ihr so oder so verlieren. Was auch so viel heißt, dass ihr bei jeder Entscheidung so oder so gewinnen werdet. Sprich, wenn ihr jetzt das nächste Mal vor einer Entscheidung steht, jetzt nicht irgendwie soll ich Weißbrot oder Schwarzbrot nehmen, ich meine eher eine größere Entscheidung, dann lasst diesen Gedanken in euren Kopf kommen. Hat mir unglaublich immer geholfen, wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe. Vor allem bei Sachen, die das Leben in eine neue Richtung bringen können, die einem ein bisschen Angst macht. Wo man ein bisschen nervös wird. Ah, soll ich das machen? Soll ich das machen? Weil so oder so verliert ihr. Wenn ihr die Situation, die Chance nicht nehmt, okay, Chance weg. Bam, altes Leben. Bleibt beim Alten. Ihr nehmt die neue Situation. Okay, altes Leben. Ciao. Wenn man das alte Leben mochte. Ist nicht cool. Lass mal hinter sich. Man geht vielleicht auf ein neues Abenteuer, aber das alte Leben hat man hinter sich gelassen. Sprich, man verliert so oder so. Fast so viel heißt wie man gewinnt so oder so. Cool. Bei der nächsten Entscheidung, die ihr treffen müsst, große Entscheidung, lasst das mal in euren Kopf kommen. Das ist ein sehr cooler Gedanke. Dann, ich verlinke mal das Video von Entscheidungen treffen hier, falls ihr es nochmal sehen wollt. Sehr cool, wird euch in den auch in kleineren Entscheidungen helfen. Das Video war jetzt eher für größere Entscheidungen. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Teilt das Video, addet mich bei Facebook, ihr könnt direkt mit mir schreiben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Ich meine, ihr könnt jederzeit deabonnieren, von daher verliert ihr auch nichts, ne? You're damned if you do, you're damned if you don't. Cool, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.